Was? Unter diesen Holzdingern. Wie fies. Cool, aber fies. Ach komm, solange wir Platz haben. Also wir kriegen hier eine Menge Munition. Schrotflinten und 10 mm besonders. Ich glaube wegen dem Unterhebelrepetierer und den Konföderiertenhut. Und den und den und den. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Verdammt nochmal. Schrotflinten. Den doppelläufigen Schrotflinten. Danke. So, und hier sind wir wieder. Konnte man hier denn irgendwo rein? Es leckt ein bisschen, wenn wir so nach da gucken. Wenn wir nach da gucken, ist alles in Ordnung. Übrigens, ich wette, den Nebel haben sie nur benutzt, damit sie nicht so viel Wasser darstellen müssen. Und halt, weil es atmosphärisch ist. Ich meine, komm schon, so ein verlassener Rummel oder Kirmes. Alles sieht so vernachlässigt aus. Es ist Nebel da, man hört in der Ferne nur diese Schiffsglocken. Das ist atmosphärisch. Das ist gut gemacht an sich. Stimmt, ich wollte noch durch die Ruinen, bevor ich zum Motel gehe, oder? Dann mache ich direkt das Motel. Oh. Ich guck mal, wie viel Zeit ich im Motel brauche. Mal gucken, mal gucken. So, aber hier ist alles zugenagelt. Und da vorne ist schon die Bank. Also ab ins Motel. Bissiger Hund, bissiger Hund. Na, wie mein Süßer, wie geht's? Hm? So. Ist alles zugenagelt? Da. Vortür von Zimmer 1G. Ich würde gerade erstmal gucken. So ein Motel hat ja auch immer eine Rezeption. Müsste eigentlich das sein, ne? K und 1G ist offen. Ach. Haben wir ja im Tooltip gelesen, als er nach Point Lookout kam. Diese Erdgasvorkommen oder was das war. Hier. Was bist du? Büro. Siehst du, das meinte ich. So, was meinte ich? So, das ist zu, das ist zu, das ist zu. Das müsste dann 1K sein. Nee, das ist 1D. 1D ist auch noch offen. Also auf diese Seite 1D und 1G und da vorne 1K. Gut. Gehen wir erstmal ins Büro und dann haben wir drei Zimmer. Wieso wird mir da vorne jemand angezeigt? Da vorne wird mir jemand angezeigt. Sorry, ich bin mal so neugierig. Ist wahrscheinlich nur ein bissiger Hund, aber meine Neugier ist teilweise unendlich. Ach, Sonne. Das will ich jetzt gucken. Huch!
Bitte merken. Ich will das jetzt noch nicht aktivieren. Ich glaube, wir haben gerade was gefunden, was eigentlich für ein Skript-Event oder so da war. Weil das ist ja... Und wenn wir es nicht finden, will ich das bitte am Ende des... wenn wir hier fertig sind und das für nichts irgendwie da war, möchte ich da bitte einmal hin. Und mir das angucken. Aber sowas dürfen sie auf der Karte doch nicht anzeigen. Leute wie ich, die Konsolen-Commands kennen, die... Das kann man doch nicht machen. Schlüssel für Zimmer 1K. Eine doppelläufige... Ach komm, wir nehmen jetzt einfach diese blödige doppelläufige mit. Diese blödige. Ah, stimmt. Davon gibt es dann wahrscheinlich auch eine einzigartige Variante. Union Head haben wir. Unterhebelrepetierer haben wir, ne? Schlüssel für 1G. Was war denn da noch gerade? Aschenbecher? Ne, das war nur das. Jet und Jet. Weißt du, so Kippen, Drogen, Bierflaschen. Hier vorne so eine Krücke. Man könnte sagen, das wäre so eine alte Opi, so ein alter Opi oder so eine alte Omi, die das hier betrieben hat. Die schon so ein Raucherbein hatte, weswegen sie die Krücke brauchte. Der raucht wie ein Schlot, säuft, nimmt Drogen, wenn gerade mal wenig los ist. Konföderiertenhut haben wir. Das ist halt so Environmental Storytelling. Könnte für etwas, oder ich könnte recht haben, ich könnte aber auch unfassbar weit weg liegen. So, 1D. Eine chinesische Pistole. Dun, dun, dun. Pfeile, und zwar eine Menge. Nochmal Hefe. Spinnschlüssel. Vorkriegs... Stealthboy. Kernspaltungsbatterie. Terminal des Unterschlupfs. Willkommen in den USA, Dr. Yang. Geladen. Audiodatei auf Benutzerdatei gespeichert. Warte, ich bitte darum... Warte. Bevor ich das jetzt vorlese. Wenn es gerade jemand für mich vorliest... Scheiße. Da war ich zu eilig. Der violette Vorhang. Die Einsatzbesprechung des toten chinesischen Spions aus dem Spind in Point Lookout Bergen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich Sie nicht persönlich empfangen kann, Agent Cheng. Unser Kontakt, die Norfolk, bestätigte Ihre Ankunft. Wie gern die Amerikaner doch glauben wollen, dass ein großer Diener des Volkes desertiert. Nach diesem Einsatz werden Sie bei uns als Held gefeiert. Wenden wir uns deshalb den Details Ihres Einsatzes zu. Dieser Raum hier ist Ihr Rückzugsort in Point Lookout. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, den amerikanischen Schoßhund zu spielen. Wecken Sie ja keinen Verdacht. Wenn die Lage sicher ist, öffnen Sie mit dem Schlüssel, den Sie in Norfolk bekommen haben, eines der Schließfächer neben dem Motel auf der Promenade. Neben dem Motel? Sie erhalten das Kennwort, das Sie für den Zugriff auf Ihre Einsatzbesprechung benötigen. Die vereinbarte Bezahlung erfolgt nach Ihrer Heimkehr. Zu Niao Yun, Agent Cheng. Oh, kann bitte jemand übersetzen? Zu Niao... weil... ja. Gut. Es hat auch niemand unseren japanischen Samurai übersetzt, den wir im Dingens hatten. Aber ich glaube, obwohl... Ich wollte gerade sagen, Mandarin wird wahrscheinlich öfter gesprochen als Japanisch, aber wenn ich mir so die Anime-Kultur angucke, gibt es wahrscheinlich auch einige Leute im Westen, ne, bei uns im Westen, die Japanisch nur lernen für Animes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist, weil ich auch schon mal den Gedanken erwägt habe, aber ich bin so schlecht mit Sprachen. Ja, das ist genau das Gleiche. Ja. Ich bin so schlecht mit Sprachen. Ich bin froh, dass ich gerade so auch noch gut Englisch kann.
Und da spreche ich jetzt seit... Wann habe ich mit Englisch angefangen? Gott, wann war ich in der vierten Klasse? In der vierten Klasse wurden ja so die ersten englischen Wörter dann einem beigebracht. Wo war das jetzt? Da unten. Gut. Ne? Jetzt wollte er schon wieder nicht springen. 1G. Schlüssel verwenden. Oh, ich liebe Environmental Storytelling. Guck mal, überall liegt Geld rum. Hier liegt jemand hinterm Bett mit einer Waffe und da liegt jemand mit einer Waffe im Badezimmer. Oh, ich liebe sowas. Leute, die sich um Geld hier, wahrscheinlich ehemalige Partner, die eine Bank ausgeraubt haben, haben sich hier dann um das Geld gestritten und sind dann ja in einem Feuergefecht ist dann im Feuergefecht geendet. Der eine hat hinterm Bett Schutz gesucht, während der andere im Badezimmer Schutz gesucht hat und dann haben sie halt gegenseitig auf sich gefeuert. Oh, ich finde das so cool. Doppelläufige Flinte. Ich will natürlich die einzigartige Variante hier von den ganzen Sachen finden. Deshalb gucke ich mir das vielleicht doch lieber nochmal an. Aber an sich gibt es hier nichts. Schönes Environmental Storytelling, also Umgebungsgeschichtserzählung. Ja, so viel zu meinem Englisch. Ich kann nur direkt übersetzen. 1 zu 1. So, und dann nochmal auf der anderen Seite. Und wenn ich auf 20 Minuten poche pro Episode und in dieser Session 6 Episoden rausbekomme, 6 Parts, habe ich jetzt noch 6 Minuten Zeit. What the fuck? Was zur Hölle? Ich glaube, das ist der falsche Moment, um zu sagen, dass ich Hunger habe. Maske des Westentaschenschlitzers. Mit einer Axt. Also der Westentaschenschlitzer, das hatten wir ja in Vault 112. In der Simulation von dem Mr. Brown, wo wir für Betty bzw. für Mr. Brown dann ja ein bisschen Unfug treiben sollten, und da hatten wir das ja auch an. Okay. Alter Schwede. Vielleicht gerade so fürs Thumbnail, falls ich mich dran erinnere. Gut, aber wir haben gerade noch Zeit, zum Pier zu gehen und das Schließfach zu öffnen. Und dann nächstes Mal gehen wir, glaube ich, auf direktem Wege, weil es einfach nicht markiert ist, zum Gefangenenlager Turtle Dove, wo ja die andere Agentin, oder Jiang, warte, Jiang, Jiang, Jiang? War, glaube ich, männlich. Und das Foto hat ja eine weibliche gezeigt. Das heißt, zwei Spione, die hier sind. Ein wirklicher Spion an sich. Und er sollte ja anscheinend ein Überläufer sein. Schlüssel verwenden sehr leicht. Da ist nichts drin im sehr leichten. Okay. Schließfach 1207 Audio-Kennwort des Spions. 1207. Das machen wir auch noch gerade. Gehen Sie zur Bank und verwenden Sie das Kennwort Xinjiang. Die Software ist so konfiguriert, dass sie nur unsere Stimmen erkennt. Okay.
Wahrscheinlich werden die Übersetzungen für Chinesisch hier auch wieder so grausam sein wie die für Japanisch. Das heißt, wenn die Übersetzungen in der Wiki nicht schon so oder so passiert sind und ich die mit einem Google-Übersetzer machen muss, hui, wird das wahrscheinlich... werden das wahrscheinlich keine schönen Übersetzungen sein. Gehen Sie zur Bank und verwenden Sie das Kennwort Xinjiangwing. Die Software ist so konfiguriert, dass sie nur unsere Stimmen erkennt. Spionage-Einsatzbesprechung. Er hat sie noch nicht abgeholt. Das heißt, irgendwas ist da schiefgegangen. Agent Cheng, wie Sie wissen, hat China ein wichtiges Überwachungsboot in amerikanischen Gewässern verloren. Ihr Einsatz besteht darin, das beschädigte U-Boot SSN-371A zu zerstören, bevor es die Amerikaner bergen und untersuchen können. Der genaue Lageort ist in diesem Dossier verzeichnet. Ihre Tarnung erlaubt es Ihnen, sich dem amerikanischen Bergungstrupp anzuschließen. Sie benötigen allerdings einen Autorisierungscode, um die Selbstzerstörungssequenz auslösen zu können. Eine unserer Mitarbeiterinnen vor Ort, Agentin Yang, trägt diesen Code in einer Zahnkapsel. Leider ist ihr derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt. Finden Sie Agentin Yang und zerstören Sie das U-Boot. Melden Sie sich danach von Ihrem Rückzugsort, um Informationen zu Ihrer Heimkehr zu erhalten. Möge der Wille des Volkes mit Ihnen sein, Agent Cheng. Nett. Gut, dann haben wir jetzt schon was im Voraus gemacht. Und ich würde mal sagen, da gehen wir dann hin, ne? Hütte von Marguerite. Gefangenenlager Turtledorf. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bevor wir dann mit der Hauptquest anfangen, überhaupt irgendwas zu machen, gucken wir uns diese chinesische Spionage Quest an. Oh! Aktivieren, Fahndung gesucht. Bekanntmachung, die unter dem Verdacht steht, kommen. Das hatten wir schon gelesen, ne? Das war ja auch auf dem Computer drauf. Gut, also, ich speichere ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir machen das nächste Mal dann weiter. Bis dann. Ciao. I don't want to set the world on fire. I just want to start.